Ja, heute mal ein bisschen so eine Mischung zwischen Fine Dining und normales Dining. Also wir gönnen uns heute mal ein etwas netteres Restaurant. Das heißt alter. Netter heißt, also wir haben jetzt bestellt schon, es ist noch nicht alles da. Aber da muss man rechnen mit zwei Personen und wir trinken ja kein Alkohol, Wasser, so um die 20, 25 Euro. Das ist das Restaurant hier in so einem Hausflur. Und ja, meine Tochter hat das gefunden. Ganz süß, ganz, ganz liebe, nette Besitzer, also ein sehr netter Mann. Alta Özeltesis. Hier, das ist auch irgendwie vom Mitglied im Touristenverein oder sowas, wenn ich es gut übersetze. Und jetzt gehen wir mal rein. Offene Küche, die ist zu. Das Restaurant hatte jetzt geschlossen wegen der ganzen Geschichte und die haben jetzt erst seit einer Woche wieder offen. Es ist auch noch relativ leer, weil es ist früh. Hier in der Türkei geht man, Sie wissen das, wahrscheinlich auch Spätessen abends. Und ja, hier ist unser Tisch. Schon mal angefangen. Und ja, du hattest sehr viel Hunger. Das ist, also wir haben jetzt Falafel als Vorspeise und dann haben wir noch einen Fisch bestellt und eine so eine Art Das ist türkische lecker, so Lasagne. Wenn man hier sitzt, schaut man hier so raus. Es ist sehr schön, auch von der Architektur. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich dachte, ich mache mal ein kleines Video, dann sehen Sie auch mal so, was wir so machen abends. Und ja, ich finde, man kann auch ruhig ein bisschen Werbung machen für so ein nettes Lokal. Hier ganz moderne Lampen. Und da passt noch ganz viel Wein rein. Der Weinkeller ist ein bisschen leer. Und hier ist dann direkt der kleine Park. Sehen Sie? Da ist der Park, wo abends ja, die Menschen spazieren gehen. Es ist sehr romantisch. Dieses Restaurant hat, wie viele Ratings hat es? Fünf, ne? 4,7 aus 5. Also 4,7 aus 5 ist schon sehr, sehr gut. Und ja, es ist sehr nett. Fusion. Und ich kann auch hier so frei rumlaufen und filmen, weil es ist noch leer, wie gesagt. Ich gehe mal ganz kurz in die Küche. Hier sieht man, ich hoffe nur, nee, kann ich nicht, weil dann ist die Musik an und dann kriege ich wieder von YouTube die Mitteilung, dass es nicht gesendet werden darf. So, das war's. Ich muss Falafel essen, sagt meine Tochter.